und herzlich willkommen zu unserem Alicante Real Estate YouTube Channel auf YouTube. Heute sind wir hier oben in Torre La Mata. Das befindet sich zwischen La Mata und Torre Vieja und zeigen in diesem wundervollen Gebäude, welches sich Torre Mar 3 nennt, ein Apartment, ein kleines Apartment. Ein Apartment, welches auch, es muss gestrichen werden, müssen ein paar Sachen gemacht werden, wie so häufig bei gebrauchten Immobilien. Aber es besticht und das Besondere dabei ist, dass es eine wundervolle Gemeinschaftszone draußen hat, wo der Pool ist, wo wir alles, wo wir uns einfach aufhalten können. Das ist einfach klasse. Die meisten, die hier kaufen, kaufen wegen des tollen Pools, wo es dann dorthin geht. Hier gibt es übrigens zwei Fahrstühle, aber die brauchen wir nicht, weil wir bleiben hier ebenerdig. Der Eingang, der kommt hier rein, über diesen Patio de Luces wird das genannt. Ist nach oben hin offen, es gibt also immer Tageslicht hier und frische Luft. Und hier befindet sich das Apartment, welches ich euch zeigen möchte. So, hier gleich im Eingangsbereich befindet sich rechts das Badezimmer mit Dusche. Dann kommen wir hier zum Wohnzimmer. Es ist nicht sehr groß, aber es ist ja auch nur mit einem Schlafzimmer. Also es ist ja nicht für viele Leute hier gedacht, mit einer offenen Küche. Auch soweit alles von, was man braucht. Hier ist das Schlafzimmer. Was die Besitzer gemacht haben, die Verkäufer, die haben hier, war vorher eine überdachte Terrasse, die haben die geschlossen, um hier so auch im Winter etwas mehr Platz zu haben. Und jetzt kommen wir zu dem, was eigentlich das ausmacht. Das ist hier die Terrasse. Dort ist Süden. Man hat hier diese wundervolle Pool Area direkt im Blick. Es ist toll. Es muss ich einfach sagen. Es ist wirklich toll. Und wie gesagt, das ist auch der Grund, warum der Preis und so weiter und so fort, weil die Leute sowas einfach gerne haben möchten. Ich muss nochmal eben auf meinen schlauen Zettel gucken. Man zahlt hier Steuern, 150 Euro im Jahr. Und Gemeinschaftskosten sind nämlich auch nicht hoch. 340 Euro im Jahr. Dafür, dass hier alles gepflegt wird. Dieses ebenerdige Bungalow heißt das hier in Spanien. Dieses ebenerdige Bungalow kostet 98.000 Euro. Sehen wir uns bald in einem unserer Büros. Nicht vergessen, übrigens unten einmal auf I like zu klicken. Damit helft ihr uns und unterstützt unseren Kanal. Dankeschön und bis bald. Tschüss.